Im August 2020 habe ich mit ihr gedreht. Sehe nicht, dass es bei Shaden gestellt ist. What the f***? Was hat sie gerade gesagt? Was haltet ihr davon? Mein Name ist Shaden Rowe. Vor 2 Jahren habe ich mein eigenes Business gegründet und bin in die Pornobranche eingestiegen. Seitdem bin ich auch international bekannt mit meinen Videos, die ich alle in Eigenregie umsetze. Hallo Shaden. Hallo. Johannes R. hat sich gefragt, wie kamst du dazu, Porn drehen? Das Ding ist, also ich habe mich genau über solche Sachen halt auch viel schon mit Shaden unterhalten. Also ja, wir gucken trotzdem rein. Ich war schon immer sehr, sehr offen, allgemein mit meiner Sexualität. Wusste früh, was ich wollte, habe mich gerne ausgelebt. Und irgendwann kam es dazu, dass ich meinen derzeitigen Freund kennengelernt habe. Chad fragt, kennst du die? Ja, ich habe die kennengelernt vor so einem Jahr. Anderthalb Jahren? Nee, eher anderthalb Jahren, glaube ich. Das war im August 2020, habe ich mit ihr gedreht, das erste Mal. Ich habe die kennengelernt, weil wir, ja, wir waren einfach am Schreiben und dann haben wir gedreht, so. Und da wir schon gleiche Interessen hatten, hat sich das relativ schnell so entwickelt, dass wir auf einen Nenner gekommen sind und uns am Ende dazu entschlossen haben, erst mit Webcam anzufangen, dann mit Videos. Und so hat das gestartet. Jetzt habe ich ganz viel Spaß dabei und mach das aus Leidenschaft. Wie viel hat das Kennenlernen gekostet? Nein, 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 nein. Sie ist keine Prostituierte. Das ist also das nebenher. Great View interessiert, wie viel Geld verdienst du im Monat damit? Ist verständlich, glaube ich, dass ich nicht sagen möchte, wie viel ich verdiene, zumal es auch von Darsteller zu Darstellerin anders ist. Ich finde es völlig in Ordnung, dass sie keine genaue Zahl nennt an der Stelle. Ich kann sagen, ich versuche mich jeden Monat zu steigern. Einfach, ja, weil es mir auch Spaß macht, weil ich einen gewissen Ansporn an mir selbst habe. Ich meine, man kann sich denken, dass sie überdurchschnittlich gut verdienen wird. Ja, lol, das wäre jetzt keine Überraschung, aber dass sie jetzt keine genaue Zahl nennt, würde ja auch nichts groß verändern. Wenn ich theoretisch gesehen nur 2000 Euro im Monat machen würde, dann könnte ich auch davon leben, wenn ich es richtig einteile. Muss jeder für sich selbst wissen, wie viel genug ist. Warte. Weil gerade im Chat welche geschrieben haben, haha, nur 2000 Euro. 2000 Euro als Selbstständiger zu verdienen oder Selbstständige ist nicht so much, weil du davon ja alles bezahlen musst. Du hast ja viel mehr Ausgaben, als das ein Arbeitnehmer hätte. Und selbst wenn dann was übrig ist, dann ist das immer noch Bruttogehalt, ne? Also du musst erstmal Umsatzsteuer abziehen, du musst deine Ausgaben abziehen, du musst die Gewerbesteuer abziehen und dann am Ende musst du noch die Einkommensteuer abziehen. Außerdem hast du viel mehr Ausgaben an ganz vielen Stellen, zum Beispiel für die Krankenkasse oder so. Also 2000 Euro für eine selbstständige Person ist wirklich nicht so mega viel. Also wirklich nicht. Stimmt, mit 2000 im Monat zahlst du keine Gewerbesteuer. Ist richtig. Du musst trotzdem Umsatzsteuer bezahlen, weil damit bist du über dem Freibetrag für Umsatzsteuer. Damit bist du kein Kleinunternehmer mehr. Insofern, das musst du auf jeden Fall bezahlen. Was war dein größter Fail bei einem Videodreh? Ich glaube, als Fail könnte man vielleicht bezeichnen, dass wir gar nicht so viel Videomaterial hatten, aber mein Drehpartner ja sehr erregt war und dann schon viel, viel zu früh gekommen ist, danach aber auch nicht nochmal konnte. Und dann, wir haben das Material genommen, was wir hatten und es haben sich die Leute trotzdem daran erfreuen können. Schaust du deine eigenen Pornos selbst? Ich schaue sie selbst, wenn ich sie schneide. Ich schaue sie, um zu schauen, was könnte ich besser machen? Was für ein Gefühl hatte ich zu welchem Zeitpunkt? Und kam das genauso rüber, wie ich es rüberbringen wollte? Sah es vielleicht schlimmer aus oder schmerzhafter aus, als es war? Was ich an Shaden sehr schätze, ist, dass sie mit ihren Videos eine ähnliche Attitüde, einen ähnlichen Anspruch, auch einen ähnlichen künstlerischen Anspruch, im weitesten Sinne ist es ja ein künstlerischer Anspruch, das muss man einfach so sagen, hat, wie ich es von den besseren YouTubern und YouTuberinnen kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich mich mit ihr unterhalte darüber, ab welchem Punkt sie sagt, ey, ich klopp alles in die Tonne, ich drehe es nochmal neu, weil mein Anspruch ist höher, das und das hat mir nicht gepasst und so, dann ist das auf einem deutlich höheren Level, als es viele, 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 viele Leute in der YouTube-Szene haben. Kein Scheiß. Schaust du generell andere Pornos? Ja. Was sagen deine Eltern zu deinem Beruf? Die waren immer schon sehr offen, deshalb war es auch nicht so ein Riesending, das zu erklären. Aber es braucht dann trotzdem so ein bisschen, bis die verstehen, dass ich das wirklich aus Liebe und Leidenschaft mache und dass mir das wirklich Spaß macht und dass das keine Phase ist, von wegen, die probiert sie jetzt mal aus, dass ich das wirklich auch aus freien Stücken mache, weil die Branche schon so ein bisschen verpönt ist immer noch. Und wie gehen deine Freunde damit um? Bei denen war das noch viel entspannter, ich glaube. Die meisten, die waren nicht mal überrascht. Das freut mich sehr. Weil ich habe das Gefühl, das hat man halt irgendwann einfach kommen sehen. Aber ja, es war
super entspannt. Die haben sich alle gefreut, haben gesagt, so mach dein Ding, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir. Und ich glaube, so sollte es auch sein. Das freut mich wirklich sehr, 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 dass in ihrem Umfeld das so positiv aufgefasst wurde. Hast du verschiedene Drehpartner oder einen festen? Grundsätzlich habe ich erstmal einen festen, das ist mein Verlobter. Bin aber nicht abgeneigt, mit anderen zu drehen. Wie sich aber herausgestellt hat, ist oftmals etwas schwierig, weil die Leute, die verstehen nicht, das ist halt trotzdem für mich, für mir macht das Spaß, aber es ist trotzdem Arbeit. Und deswegen kann ich mich nicht im Vorfeld 1,5-2 Stunden mit denen hinsetzen, erstmal kennenlernen und dann getreu dem Motto, ja, ich probiere das mal aus, mal gucken, wie es wird. Das kann ich extrem gut nachvollziehen. Da was drehen und ich brauche selbstverständlich auch einen unterschriebenen Vertrag und einen ID-Shot. Und wenn es dann so ein bisschen daran geht, dass die Anonymität des Darstellers nicht mehr so ganz da ist, springen auch viele ab oder sagen zu, kommen dann gar nicht. Deswegen ist es schwierig, jemanden zu finden, der einfach zuverlässig ist und der das auch so umsetzt, wie man selbst das haben möchte. Ich glaube, gerade Typen, die haben so im Kopf einfach dieses, boah, ja, das wäre geil, das mal zu machen, aber sich dann vor Augen zu halten, dass du ja auch ein Stück weit, ich sag mal, funktionieren musst und zuverlässig auch nicht, also auch wenn du aufgeregt bist, musst du halt als Mann, dann muss da auch was passieren, so, ne? Unterscheidet sich dein privates Leben von deinem beruflichen? Ja, ich bin vor einer Kamera. Ich versuche natürlich schon darauf zu achten, wie sehe ich aus, wie hört es sich an, was ich mache. Und privat ist es noch ein bisschen anders. Da guckst du im besten Fall deinen Partner an und dann musst du dann nicht so sehr darauf achten. Lebst du privat mono oder polygam? Ich bin nicht in einer geschlossenen Beziehung. Ich bin in einer offenen Beziehung. Ich würde nicht sagen polygam, weil es ist rein körperlich ist es offen. Wir können beide machen, was wir möchten, solange es ehrlich ist. Ich glaube, da ist polygam aber das richtige Wort. Rein emotional ist aber schon monogam, weil wir uns halt ja einfach lieben und bestimmte Sachen möchte ich einfach mit meinem Partner teilen und nicht mit irgendwem anders. Deswegen körperlich offen, rein emotional geschlossen. Also es gibt ja die Unterscheidung zwischen Polyamor und Polygam. Und Polygam würde ja bedeuten, dass man mit verschiedenen Menschen körperlich was hat. Und Polyamor heißt, dass du verschiedene Leute liebst. So, es gibt ja auch Leute, die lieben verschiedene Menschen. So. Und deswegen ist Polygam, glaube ich, da der ganz, ganz korrekte Ausdruck für. Also dass sie sozusagen körperlich eine offene Beziehung führt, aber emotional einen Partner hat. Musstest du einen Dreh schon mal abbrechen? Tatsächlich schon, aber nicht, weil irgendwas nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ich war einfach an dem Tag ja einfach nicht so gut drauf und hatte dann keine Lust, da irgendwie was hinzuklatschen, was am Ende nicht authentisch ist und wo ich mir selbst angesehen hätte, dass ich ja nicht so gut drauf bin. Aber das macht nichts. Dann lässt man es halt den Tag und versucht es an einem neuen Tag. Suchst du dir komplett selbst aus, was du drehst? Ja, ich habe kein Management, was mir auch ganz wichtig ist. Ich habe keine Lust, dass mir irgendwer vorschreibt, wie oft ich was drehen muss. Ich mache alles selbst. Ich schreibe meine Nachrichten selbst. Ich schneide die Videos. Ich mach einfach alles alleine und bin sehr froh, dass ich mir das auch selbst aussuchen kann, was ich wann wie mache. Weil ansonsten hätte das, glaube ich, schon einen großen Aspekt von ich muss jetzt arbeiten und nicht ich mache etwas, was mir Spaß macht. Das meine ich mit die Attitüde von ihr, die Arbeitseinstellung von ihr ist eigentlich total vergleichbar und total auf einem Level mit den Leuten zum Beispiel in der YouTube-Szene, in der Twitch-Szene etc. Von der grundsätzlichen Herangehensweise, wie sie an ihre Arbeit rangeht. Viel selber machen, viel die Kontrolle selbst haben, das machen, wo man selber Bock drauf hat, sehr viel lenken können, was man tut und total nah dran sein an den Zuschauerinnen und Zuschauern sozusagen. Das ist das, was ich auch da an der Stelle wirklich sehr, 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 sehr cool finde. Wie wichtig ist sexuelle Selbstbestimmung in der Branche? Ich für meinen Teil, ich finde es sehr wichtig, weil ich möchte natürlich auch nur das tun, womit ich mich wohlfühle. Chat schreibt, trotzdem sind es gestellte Pornos. Nee, ich finde nicht, also in diesem Fall finde ich das nicht. Ich sehe nicht, dass es bei Shaden gestellt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, das weiß letztlich nur sie selbst, ob das jetzt gestellt ist oder nicht. Aber soweit ich das einschätzen kann, nicht. Wenn ich einfach nicht zwei in meinem haben möchte, dann gehe ich natürlich auch nicht irgendwo hin, wo ich genau das machen muss. Aber ich muss, wenn man bei einer Produktion ist, wenn man für eine Produktion angefragt wird, dann gibt es natürlich Verträge, die man unterschreibt. Wenn in dem Vertrag das und das drinsteht, dann wird natürlich in dem Moment die Dienstleistung gekauft und dann musst du als Darstellerin oder auch als Darsteller musst du einfach abliefern. Kannst dann nicht sagen, ja, jetzt will ich irgendwie doch nicht, es ist wie in jedem anderen Beruf auch. Und ich glaube, wenn man es macht schon Sinn. Eigenen Prinzipien hat, dann kann man durchaus selbstbestimmt leben. Wie
beurteilst du die Rolle der Frau in der Pornindustrie? Ja, ohne Frauen läuft es einfach nicht. Das kann man einfach so sagen, wie es ist. Ja, okay, das stimmt. Also ohne Frauen Pornoindustrie wäre schwierig. Das ist sehr durch Frauen bestimmt. Und es gibt auch viele Frauen, die in der Regie sitzen. Das wird man wahrscheinlich gar nicht so glauben, aber es ist tatsächlich wahr. Ich für meinen Teil, ich kann sagen, ich mache alles in Eigenregie. Und das, weil ich das möchte. Ich drehe das, was ich möchte. Und wenn ich zu irgendwelchen Produktionen gehe, dann würde ich mir selbstverständlich im Vorfeld Videos anschauen und schauen, ob mir das gefällt, was sie machen. Und wenn es mir gefällt, dann lese ich den Vertrag durch, weiß, was gemacht wird. Wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich da nicht hin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich kein Management habe, weil ich das alles gerne selbst machen möchte. Das ist aber auch ein großes Privileg natürlich, dass sie hat, dass grundsätzlich Content Creator haben, die komplett selbstständig entscheiden können, was sie machen und was sie nicht machen, weil es eben, ich sag mal, so gut läuft, dass sie sich das leisten können. Das kann sich ja längst auch nicht jeder in der Branche leisten. Also in keiner Branche kann sich das jeder leisten, auch in der Branche natürlich nicht. Was sagst du zu den kritischen Stimmen aus dieser Branche? Ich finde es wichtig, dass man nicht einfach alles so hinnimmt und sagt, ja, das ist jetzt so, sondern dass man schon Kritik ausübt. Aber ich finde, man sollte schon ziemlich hinterfragen, bevor man einfach irgendein Statement setzt. In letzter Zeit sind schon doch einige ausgestiegen, auch im letzten Jahr, und haben dann gesagt, es war alles ganz fürchterlich, das hat mich ganz kaputt gemacht. Es ist natürlich so, wenn man sich mit der Person selbst beschäftigt und die Person schon im Vorfeld relativ offenbar mit dem, wer sie ist, dann kann man ganz schnell rausfinden, dass einige schon im Vorfeld halt psychisch erkrankt waren, Depressionen haben, manische Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen. Und ich finde es dann schwierig zu sagen, dass das Business ist das Böse, weil... Ja, das kann man so verallgemeinern natürlich nicht sagen, weil das Business ist sehr vielseitig. Das Business ist auch sowas wie Schäden. Aber man muss natürlich schon auch dazu sagen, oder man kann fairerweise natürlich auch sich eingestehen, ey, so wie es Schäden macht und so viel Selbstbestimmung wie Schäden hat, hat kaum jemand in der Branche. Von mir auch als Außenstehenden, ich lehne mich da, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass kaum jemand so viel Selbstbestimmung hat wie Schäden in der Branche. Ich zum Beispiel bin eine gesunde junge Frau. Ich bin auch mental sehr, sehr stark, und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich absolut weiß, was ich möchte, und wenn ich morgen sagen würde, ich steige aus, dann hätte ich damit auch keinerlei Probleme. Ich würde alle meine Profile löschen, würde mich verabschieden und dann wäre es auch gut. So, es käme dann nichts mehr, was mich irgendwie aufhält oder was mir den Ausstieg erschweren würde. Was würdest du an der Industrie verändern? Ich würde daran verändern, dass nicht nur immer darauf geleuchtet wird, dass es den Frauen ja so schlecht geht, weil das ist de facto einfach nicht so. Die meisten wissen nicht, was die Männer erleiden, weil die einfach nicht darüber reden und weil die es nicht als schlimm empfinden. Aber stell dich mal vor, ich bin eigentlich so total in dieser Szene und tu nur gerade so. So, wie heißt das nochmal? Bin eigentlich so Foren-Admin von irgendwie dem größten EU. Wie heißt das nochmal? Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Weißt du, so auf die Nummer. Wenn man dann schon sieht, zum einen die Verhältnismäßigkeit von Geld, die Darsteller kriegt zum Beispiel 3.000 Euro, dann kriegt der Darsteller nur 300, obwohl die beide ja super aktiv sind, und während sie halt den einen Dreh am ganzen Tag hat, muss er dann vielleicht noch 3, 4, 5 mal ran. Ich finde, die Frau, die wird oftmals ein bisschen zu sehr bemitleidet, obwohl das oftmals gar nicht der Fall ist. Ihr wisst es nicht, aber es gibt super, super viele, die drehen einfach nur mit ihrem Mann, Freund zu Hause. Und da ist der Pizzabote nicht der Pizzabote, sondern tatsächlich der Freund. Und es ist immer der Freund, das ist absolut okay. Die machen das schon so, wie sie es gerne machen wollen. Deswegen, das ist, glaube ich, das, was ich ändern würde. Uns geht es nicht schlecht. Hast du Ziele für die Zukunft? Ich möchte bisher so weitermachen, mit Freude dabei sein. Ich möchte mich weiterhin ausleben, noch verschiedene Sachen ausprobieren. Und das ist nicht direkt ein Ziel von mir, aber momentan gibt es einige Probleme mit verschiedenen Seiten, weil die verklagt werden. Und das ist auch was mir persönlich ein bisschen wehtut, weil ich werde dadurch in meiner Arbeit ziemlich eingeschränkt und kann dagegen nicht mehr was machen, muss das dann mit anderen Seiten ausgleichen. Das ist alles okay, dass man vorsichtig ist, aber am Ende bin ich halt diejenige, die
oder auch andere Mädchen, die dadurch immens eingeschränkt werden und denen die Arbeit, die wir eigentlich gerne machen, erschwert wird. Jemand im Chat schreibt, insgesamt ganz harter Job, finde ich. Ja, glaube ich auch. Also das Ding ist, wenn du irgendetwas, was du eigentlich mit Leidenschaft machst, dann im Job machst, dann kann das im Worst Case dir die Leidenschaft dabei natürlich nehmen. Und das wäre super, super schade, wenn es sowas Essentielles wie Sexualität ist. Also wenn ich, weiß ich nicht, ich bin Musiker und mache das halt als Job und dann muss ich halt irgendwelche Aufträge und irgendwelche Gigs annehmen und irgendwie mache ich dann teilweise auch diese Shows dann halt einfach so runter und ich fühle keine krasse musikalische Leidenschaft in dem Augenblick, dann ist das halt schade. Aber neben Musik gibt es ja auch noch viele andere schöne Sachen im Leben. So, dann fühle ich zwar für die Musik vielleicht in dem Augenblick nicht so viel Leidenschaft, aber das wird dann ausgeglichen durch irgendwelche anderen Sachen, die ich habe. Aber Sexualität ist schon was sehr Essentielles im Leben. Das heißt, wenn du da in eine Branche durch deinen Job vielleicht irgendwie das für dich irgendwie ein Arbeitsthema nur noch ist und nicht mehr ein Entspannungs-Spaßthema, dann wäre das schon echt damn schade, ne? Ich glaube, teilweise ist das dann so. Möchtest du das für immer machen? Ich habe auf jeden Fall nicht vor, jetzt in nächster Zeit aufzuhören. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde. Vielleicht ergibt sich irgendwann irgendwas anderes, wo ich mir denke, okay, jetzt pausiere ich für ein paar Jahre und steige dann aber nochmal ein, wenn ich irgendwie, weiß nicht, 45 bin und noch mal Lust drauf habe. Aber grundsätzlich ist für mich der Plan, dass ich das schon sehr lange machen will. Und so wie es aussieht, werde ich es auch tun. Sehr interessant, sehr interessant. Haben wir wieder was über Shaden gelernt. Ich finde es total super, was sie macht. Ich finde es total awesome. Und ich finde es auch super, dass Hyperbowl ja so entspannte Fragendinger macht. Also auf jeden Fall auch da kann man mal ein Follow da lassen.